Shalom Aleichem, v'shem Yeshua HaMoshiach. Heute ein Thema, zu dem ich tatsächlich mal ein bisschen was vorbereitet habe. Zumindest so ein paar Folien mit Stichpunkten, hoffe trotzdem einigermaßen frei dann erzählen zu können. Es geht um Dämonen, genau genommen um Dämonenkulte. Und zwar speziell um solche, die sich nicht ganz offen als solche zu erkennen geben. Und der Blick wird vor allem gerichtet werden auf bestimmte Ausprägungen im Christentum, im vor allem freikirchlich-evangelischen Christentum heute mal. Wobei das eher so eine Art Beispiel sein soll, um überhaupt mal die Thematik anzureißen. Mal schauen, wie es funktioniert. Ich schaue mal hier, ob ich den Bildschirm teilen kann und die Präsentation starten darf. Von Beginn an. Enttarnte Dämonenkulte, also das Thema. Wie Dämonen innerhalb von religiösen Gruppen am Wirken sind. Erstmal Dämonen, was ist das überhaupt? Ich habe mal hier ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, als sagen wir mal Arbeitshypothese erstmal, das erhebt jetzt keinen Anspruch auf allgemein umfassende Gültigkeit, aber für diese Zwecke hier wären es so Stichworte wie Dämonen sind personale Manifestationen oder man könnte sagen Masken von übergeordneten Kräften oder von einer übergeordneten Kraft, je nachdem. Es sind also Bündel von Eigenschaften, die zusammen einen bestimmten Charakter bilden. Jeder Dämon hat seinen ganz individuellen Charakter. Es sind außerdem Kräfte, die in der ganzen Schöpfung enthalten sind und am Wirken sind, und zwar zunächst eigentlich jenseits von Gut und Böse. Und zwar neutral, sind sie so lange, wie sie nur an ihrem eigentlichen, sagen wir mal, natürlichen Ort am Wirken sind und in ihrem üblichen, natürlichen Ausmaß. So will ich es mal nennen. Vielleicht gehen wir ein bisschen später noch darauf weiter ein. Und das heißt also, dass eigentlich die destruktiven Auswirkungen von Dämonen immer nur dann auftreten, wenn diese Wesenheiten ihren angestammten Platz verlassen haben und oder allgemein übermäßig aktiv sind, also ihre Kräfte, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten oder wie man es nennen will, über das Maß hinaus ausdrücken, ausführen, als es ihnen in der Ordnung der Schöpfung eigentlich zustehen würde. So, und jetzt geht die Folie nicht weiter. Doch. Was ist der Sinn der Existenz von Dämonen? Da gibt es natürlich, je nachdem, von welchem Blickwinkel man schaut, verschiedene Antwortmöglichkeiten. Erstmal, so sagen wir mal kosmologisch könnte man argumentieren, erst durch den Fall bestimmter Engelswesen, die dann eben zu diesen gefallenen Engeln oder im weiteren Sinne dann zu den Dämonen werden, ist überhaupt möglich, dass eine Art materielle Welt mit dieser Dichtigkeit, die wir sie hier äußerlich um uns herum kennen, möglich wird. Die Engel selber, die Nichtgefallenen, wären nicht in der Lage, diesen Grad an Dichte oder Dichtigkeit zu erzeugen. Vom eher theologisch-dogmatischen Standpunkt würde man dann sowas sagen wie, die Dämonen sind dazu da, die Menschen durch ihre Verführungskünste zu prüfen. Also genau diejenigen Eigenschaften, die diese Dämonen besonders hervorrufen bei den Menschen eben, als Prüfung den Menschen dazugeben, sage ich mal, damit sie wachsen können. Letztlich hängt es also an der Entscheidung der Menschen, wie sie mit diesen Wesenheiten und diesen Kräften umgehen. Ob sie dann als böse oder gut betrachtet werden, hängt also von der Wahl der Menschen ab, wie sie diese Kräfte einsetzen. Das Beispiel ist dann sowas wie die Wassermassen, die natürlich zerstörerisch wirken können, wenn sie unkontrolliert Überflutungen anrichten oder dergleichen. Aber wenn man sie mit Hilfe eben der technischen Möglichkeiten zum Beispiel in eine Art Wasserkraftwerk zwängt, nenne ich es mal, dann können sie durchaus ihre Kräfte, ihre Energie zu positiven nutzbar werden lassen, zum konstruktiven. Eine große, auch nicht ganz einfache Thematik ist die Klassifizierung von Dämonen, denn da gibt es alle möglichen unterschiedlichen Ansätze. Verschiedene Arten von Einteilung sind möglich. Und welche Wahl man trifft, hängt dann vom Zweck ab, weswegen man sich überhaupt mit dieser Thematik beschäftigt. Zum Beispiel
gibt es eben die Einteilung nach ihren Tätigkeiten, also nach ihren Tätigkeitsbereichen, also zum Beispiel nach den Charaktereigenschaften, die sie bei den Menschen, die sie befallen oder inspirieren, fördern, oder nach den Fähigkeiten und Kenntnissen im positiven Sinn, die sie unter den richtigen Umständen vermitteln können. Auch die Zuordnung zu den Hierarchien, also den Engelshierarchien, aus denen sie quasi herabgestürzt sind, kann man heranziehen, um zu schauen, zum Beispiel, wie man mit ihnen umgehen kann. Also die Gegenkräfte sind dann konkret diejenigen Hierarchien, also diejenigen Engel, aus deren Scharen die Gefallenen dann eben herabgefallen sind. Also die Dämonen, wo sie ihren Ursprung haben. Da wäre zum Beispiel auf das Testamentum Salomonis zu verweisen, wo das immer, oder zumindest meistens, glaube ich, explizit angegeben wird, woher eine bestimmte dämonische Kraft stammt. Eine weitere, aus meiner Sicht sehr hilfreiche, ja, Klassifizierung ist nach den sogenannten Hauptsünden. Also die Hauptsünden, die sie befeuern, befördern unter den Menschen, nach denen kann man auch diese Wesenheiten einteilen. Ein jüdisches Schema, das ich persönlich immer sehr hilfreich finde, um überhaupt erstmal eine Grundeinschätzung treffen zu können, spricht von vier Hauptsünden, die dazu führen, dass der Tempel zerstört wird. Natürlich meistens in etwas oberflächlicherem Verständnis wird es dann eher historisch verstanden. Also der Tempel, der dann irgendwann zerstört wurde vor knapp 2000 Jahren, dass das daran liegt, weil eben das Gottesvolk diese vier Hauptsünden alle begangen hat, immer wieder und die ganze Zeit. Und dann musste halt der Tempel dran glauben. Im tieferen Sinne bedeutet dieser Tempel aber etwas nicht Materielles. Also das ist einfach, ich habe es hier so geschrieben, das gemeinschaftliche Annähern an das Göttliche oder an das Ewige. Also der Tempel ist ja der Repräsentant für den Ort, wo die Gemeinschaft zusammenkommt, wo dann auch die Anbetung in besonderer Art geleistet werden kann. Die ganzen Opferdienst-Themen haben mit dem Tempel zu tun. Ohne Tempel kann dieser Opferdienst gar nicht ausgeführt werden. Darauf will ich jetzt hier nicht so eingehen. Natürlich ist es auch wiederum aus meiner Sicht nicht so sehr materialistisch zu verstehen, also keine Tiere, Schlachten und dergleichen, sondern das findet alles in uns selbst statt. Aber das ist jetzt ein Thema, was ich nicht ausführen möchte. Diese vier Dinge, diese vier Hauptsünden im Judentum, also, oder in diesem Verständnis, die also zu Tempelzerstörung führen, sind dann Götzendienst, Unzucht, Blutvergießen und Hass ohne Grund. Hier jetzt erstmal einfach übersetzt in eine etwas modernere Sprache. Götzendienst kann man als Dienst am Äußerlichen übersetzen. Das hebräische Wort Avodah Zarah oder Avodah Zarah, Dienst am Fremden, am Äußeren. Unzucht, wörtlich sowas wie Bloßlegung der Scham, auf Hebräisch Gilui Erva oder Gilui Arayois oder sowas. Gibt da ein bisschen unterschiedliche grammatische Formen von. Das kann man ungefähr ins Abstrakte übersetzen als etwas aus dem großen Ganzen herausreißen oder beziehungsweise zu betrachten, als sei es isoliert und rausgerissen aus diesem großen Ganzen. Also man beraubt es seinem Kleid, seines Kleides. Das Kleid ist eben der gesamte Kontext, in dem etwas in der Welt auftritt. Wenn man es aber daraus isoliert und für sich betrachtet, betreibt man Unzucht damit. Da fällt dann eigentlich auch alles kategorisieren und in Schubladen einordnen drunter. Es wird zum Beispiel in der jüdischen Überlieferung gesagt, als Adam in der Schöpfungsgeschichte anfängt, den Tieren Namen zu geben, da treibt er Unzucht mit diesen Tieren. Denn das Benennen heißt eben dieses Einordnen in Schubladen, in Kategorien zu spalten, die Gesamtheit der Tierwelt in verschiedene Gruppen. Und das ist eben ein Zerreißen des großen Ganzen. Es ist ein Bloßlegen der Scham, wie es dann mythisch ausgedrückt wird. Unzucht. Blutvergießen als dritte Hauptsünde betrifft auch das Entweihen der Gottesebenbildlichkeit eines jeden Menschen. Denn es hat damit zu tun, dass das Wort für Blutvergießen, also für Blut, Dam, also Shfichas Damim oder Shfichas Dam einfach, Vergießen von Blut. Und das Wort Dam ist eben auch mit der Wurzel für Gleichen, Gleichnis, also Doime, Demut. Demut heißt Gleichnis, kommt schon in der Schöpfungsgeschichte auch vor, wenn der Mensch geschaffen wird. Also wenn
Blut vergossen wird, heißt es im übertragenen Sinne, dass die Gleichnishaftigkeit dort Gottes im Menschen entweiht wird, also dass es ihm genommen wird, diese Gleichnishaftigkeit, wie das Blut eben den Körper verlässt, wenn Blut vergossen wird. Das heißt also, sowas wie Beleidigungen und Erniedrigungen von anderen Menschen sind Blutvergießen nach diesem Verständnis. Dann das Letzte, das ist dann gewissermaßen auch eine für sich stehende von diesen vier Sünden, also die drei bisher genannten, sind erstmal eine Dreiheit und dann kommt noch ein viertes dazu. Vielleicht kann man sogar sowas sagen, wie das ist eigentlich die allerschlimmste von diesen vielen. Das ist nämlich der Hass ohne Grund. Sinas Vehinom auf Hebräisch. Und das meint eine Ablehnung und damit einhergeht dann auch ein direktes oder manchmal oder oft wahrscheinlich sogar eher indirektes Angreifen von Menschen oder allgemeiner Wesen, Dingen, Verhältnissen, Gruppen und so weiter. Und zwar ohne, dass dafür irgendein objektiver Grund, eine Rechtfertigung vorliegt. Das mag jetzt erstmal ein bisschen schwammig klingen, aber ich hoffe, da mit ein paar Beispielen noch etwas mehr zu sagen zu können. Ein katholisches Schema der Sünde soll auch mal dem gegenübergestellt werden. Da kennt man die sieben Todsünden, allgemein bekannt wahrscheinlich. Trägheit, Geiz, Völlerei, Wollust, Zorn, Neid, Hochmut. Und da würde ich vielleicht den Unterschied sehen zu den vier Hauptsünden des Judentums, wo eben von der Tempelzerstörung die Rede ist. Also eher das Kollektiv, das Gemeinschaftliche, sich nähern dem Göttlichen im Fokus steht, ist hier eher der Einzelne bei den katholischen Todsünden angesprochen oder betroffen. Der Einzelne wird also weggeführt von der Einheit mit dem Göttlichen, dem Ewigen. Ja, gut, ich habe hier noch eine Zuordnung zu den jüdischen vier Hauptsünden gegeben. Das ist aber, wie dann unten auch steht, nur eine ganz grobe Tendenz. Man sollte das jetzt nicht allzu dogmatisch sehen. Dämonologien, also Sammlungen von Dämonen mit ihren Namen und so weiter, sind ein weites Feld. Im Gegensatz zu Engelshierarchien, also zur Angelologie, ist die Dämonologie im Laufe der Jahrhunderte nie ganz so einheitlich geworden. Also während man bei den Engeln doch sagen kann, dass sich so eine gewisse Tradition weitgehend durchgesetzt hat, also zumindest im Christentum, man muss da auch wieder ein bisschen unterscheiden, im Judentum werden die vor allem ganz anders benannt, gibt allerdings da auch eine Art Neuheit, im Christentum explizit dann von Dionysius Areopagita. Also in der offiziellen Wissenschaft meist als der Pseudo-Dionysius Areopagita bezeichnet. Es geht auf eine Figur aus der Apostelgeschichte zurück, ein Paulus-Schüler. Der hat diese dreimal Dreiheit, also auch neun Stufen von Engelswesen dargestellt. Und diese neun sind eben nochmal in eine drei, also in drei Dreiheiten unterteilt. Das fängt dann an oben bei den Seraphim, dann kommen die Cherubim, dann die Throne, dann kommen die, wie heißen die, Kyriotetes auf Lateinisch, dann die Dynameis und dann die Exousiai. Ich vermische jetzt ein bisschen die griechisch-lateinischen Zuordnungen. Ich glaube, Kyriotetes ist natürlich griechisch und lateinisch, aber ist auch nicht so wichtig. Dann die untersten sind die Urkräfte, die Erzengel und dann die Engel als die unterste von diesen neun Stufen. Aber das ist auch nicht so wichtig. Wichtiger ist, dass bei den Dämonen eben solche klaren Strukturen nicht ganz so sich durchgesetzt haben, also nicht allgemein durchgesetzt haben. Es gibt da verschiedene Traditionen. Einige sind schon auch ein bisschen weiter verbreitet. Hier unten habe ich ein paar aufgeführt, drei Werke, das Testamentum Salomonis, also das Testament Salomos, wo es um den Tempelbau geht und die Dämonen, die Salomo mit Hilfe seines magischen Ringes befehligen, also beherrschen konnte und dann genutzt hat, um den Tempel zu erbauen. Dann gibt es die sogenannte Ars Goetia, oder das ist eigentlich ein Teil von diesem etwas größeren Lemegeton Clavicula Salomonis, also auf Englisch meist der Lesser Key Solomons oder The Lesser Key of Solomon genannt, der kleinere Schlüssel des Salomo. Und dann gibt es noch das Buch Abramelin, das ist auch relativ prägend gewesen, vor allem dann so in der westlichen Tradition von Golden Dawn und dann auch in Thelema, Crowley und so weiter. Aber das soll jetzt ja auch nicht Hauptthema sein. Kurz noch der Hinweis vielleicht zur Ars Goetia, also zu dem Lesser Key of Solomon. Das ist so von den ganzen Dämonenlisten, die sich am ehesten noch durchgesetzt hat. Da gibt es noch ein paar andere Werke. Das ist hier an der Stelle auch nicht so relevant, die eigentlich im Wesentlichen dieselben Dämonen auflisten. Also da sind es 72 Stück, die auch wiederum in gewissen Hierarchien stehen und so weiter.
Und insbesondere ist bei dieser Ars Goetia auch der, oder sind auch die Sigillen von diesen Dämonen alle dargestellt. Das habe ich hier gleich schon nochmal kurz mal auf dem Bild dargestellt. Also das sind jetzt, glaube ich, 70. Ich weiß auch nicht, da fehlen dann anscheinend zwei, oder es gibt vielleicht auch nicht zu zwei die passenden Sigillen. Ich weiß es nicht genau. Aber das müssen wir jetzt nicht im Detail uns anschauen. Wollen wir doch mal zu den konkreteren Beispielen kommen. Also Dämonenkulte, die sich tarnen als religiöse Gruppen. Das Beispiel für dieses Video ist eben der Bereich sogenannter freikirchlicher Gruppen im Protestantismus. Ich natürlich beziehe mich jetzt vor allem auch auf eigene Erfahrungen hier im deutschsprachigen Raum, nehme dann auch gleich ein Beispiel, ziehe dann ein Beispiel heran, an dem wir uns ein bisschen was genauer anschauen können. Ja, hier die Stichpunkte, also bei sogenannten Fundamentalisten, oft nennen sie sich ja auch selber tatsächlich so, innerhalb des speziell evangelischen Christentums sind eben bestimmte Eigenarten besonders weit anzutreffen. Und von diesen vier Hauptsünden der jüdischen Überlieferung würde ich da speziell den Götzendienst und den Hass ohne Grund zuordnen. Natürlich jetzt weniger im ganz äußerlich verstandenen Sinne der Worte. Also da werden jetzt keine irgendwie Götzenfiguren, irgendwelche Steinstatuen von, was weiß ich, kanaanitischen Göttern oder sowas aufgestellt und sich davor verbeugt. Das wäre dann vielleicht ein bisschen zu auffällig. Und genauso Hass ohne Grund, da wird jetzt nicht offen, also manchmal leider vielleicht schon, aber meistens wird jetzt nicht allzu offen irgendwie Hass gegen andere Menschengruppen geschürt. Das passiert subtiler, aber leider eben nicht unbedingt weniger effektiv. Also effektiv jetzt in Anführungszeichen oder aus Sicht der destruktiven Kräfte gesprochen. Diese beiden Begriffe Götzendienst und Hass ohne Grund habe ich dann hier noch ein bisschen so auf diesen Bereich der freikirchlichen Christenheit versucht zu übertragen. Da ist es dann eben sowas wie das Kleben am Buchstaben der Bibel, beziehungsweise überhaupt am jeweils eigenen Dogma, wie dann die Bibel genau gelesen werden soll angeblich. Und es besteht oft keine Bereitschaft zum Austausch mit Andersgläubigen, und zwar nicht nur Andersgläubigen im Sinne von anderen Religionen, sondern auch innerhalb des Christentums schon, also mit Katholiken oder auch mit anderen evangelischen Christen. Es ist jetzt natürlich immer ein bisschen verallgemeinert, was ich hier sage. Es gibt immer positive Ausnahmen, Gott sei der Dank. Und die sind hier natürlich jetzt nicht mit gemeint, sondern das, was ich leider oft auch habe antreffen müssen. Ja, allgemein Götzendienst, eine materialistische Auffassung der Bibel. Also das Ganze sehr historisch lesen, nicht den ewigen Gehalt der Geschichten sehen, sondern die Geschichten wirklich als Beschreibungen historischer Geschehnisse zu verstehen und entsprechend auch die Lehren, die darin enthalten sind, total äußerlich aufzufassen. Also wenn da steht irgendwie, die Frau soll schweigen in der Gemeinde, dann denkt so eine Gruppe nicht daran, das irgendwie im geistigen Sinne zu verstehen, dass die Frau das weibliche Prinzip repräsentiert, das in jedem Menschen vorhanden ist. Einfach das dem Äußerlichen zugeneigte, der Erscheinung, dem Schönen, dem Aufleuchtenden. Das ist das Weibliche gegenüber dem Männlichen, das eben das Innere, das Innerliche, das Geistige, das Intime auch, das Geheimnis in jedem Menschen ist. Also in Frau genauso wie im Mann. Und dieses Weibliche nun zum Schweigen zu bringen in der Gemeinde heißt eben nicht, sich von diesem Äußerlichen leiten zu lassen, wenn man was verkündet, wenn man über etwas spricht, wenn man ja sich eben über geistige Dinge austauscht, dann soll nicht das Äußerliche sprechen, nicht das Weibliche, sondern der Mann in jedem, der sich zu Wort meldet. Eben auch bei der Frau, die sich zu Wort meldet. Aber ein solches Verständnis ist eben selten anzutreffen, sondern da ist dann ganz klar meist, Frau, du bist ein weiblicher Mensch, das heißt, du darfst hier keine Reden halten vor versammelter Truppe, so ungefähr. Hass ohne Grund, ja, Ablehnung bestimmter Menschen oder Menschengruppen allein aufgrund ihrer Andersartigkeit. Also das führt ja hin bis zu Kontaktabbrüchen, wenn dann irgendwelche neuen Leute in solche freikirchlichen Grüppchen aufgenommen werden oder dazukommen. Dann wird ihnen oft wirklich geraten, bestimmte alte Freunde einfach nicht mehr weiter zu besuchen, sich nicht mehr mit ihnen auseinanderzusetzen, nicht mal mit ihnen zu telefonieren, weil ja alles ansteckend sei. Und wenn die Nicht-Christen sind, Ungläubige sind, dann haben sie ganz viele negative Kräfte in sich, an sich, um sich. Und der Mensch, der neu getaufte Christ, der muss sich dann von solchen
Herden der Pestilenz natürlich fernhalten. Also so ungefähr wird es dann meist aufgefasst. Und das führt eben wirklich zu erschreckenden Verhältnissen manchmal. Also Menschen, die wirklich Menschen einfach sind und freundlich, höflich, zuvorkommend, aber sie haben eben nicht mit den Lippen ausdrücklich jemals bekannt, Jesus ist der Christus, dann werden die wirklich als, ja, letzten Endes dem Höllenfeuer preisgegeben und gefährlich, sich mit ihnen zu treffen, zu umgeben, angesehen. Und ja, man kann sich vorstellen, was daraus alles erwachsen kann. Dann blicken wir doch auch mal in ein Glaubensbekenntnis solcher Gruppen. Hier eben als Beispiel von einer Website, die unten genannt ist. Und es sei vielleicht dazu gesagt, natürlich vieles in diesem Glaubensbekenntnis ist gut, schön, kann ich erstmal nichts gegen sagen oder will ich auch gar nichts gegen sagen. Aber es gibt eben auch ein paar Formulierungen, die mich dann aufhorchen lassen. Zum Beispiel hier bei dem ersten. Wir glauben an nur einen Gott, der sich in seinem Wesen als dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, geoffenbart hat. Ich hätte mit der Aussage erstmal kein Problem, wenn da einfach stehen würde, sich offenbart, der sich offenbart in dieser Dreifaltigkeit. Gut, über die Dreifaltigkeit, Dreieinigkeit kann man natürlich auch jetzt dogmatisch theologische Debatten führen, aber lassen wir das mal außen vor und ich lege hier den Fokus mal auf dieses Vergangenheitsform. Er hat sich offenbart. Implizit sagt es, jetzt tut er es nicht mehr, sondern es ist alles erstarrt, tot. In der Bibel, wie es dann meistens gedeutet wird, dort ist es offenbart, aber alles danach ist nicht mehr lebendig oder ist nicht mehr, zählt nicht mehr dazu, sondern man beschränkt sich eben auf das, was vergangen ist. Dann der nächste Satz, Gott muss Sünde bestrafen. Da vor allem der Fokus auf diesem Muss. Naja, wir gehen gleich noch auf die Details ein bisschen ein. Das nächste, wir glauben, dass es nur durch Jesus Christus Vergebung der Sünden gibt und so weiter und so fort. An sich auch erstmal nichts gegen einzuwenden. Die Frage ist, was man unter Jesus Christus versteht. Dann das Hinzufügen und Wegnehmen von der Heiligen Schrift oder vom Wort Gottes. Ja, das steht schon im Alten Testament. Aber, naja, das Neue Testament kam dann doch auch noch irgendwann. Dann der letzte Punkt, den ich hier aufführe, zum Thema Mission oder was ist die Mission des Christenmenschen, andere Menschen vom Evangelium erreicht werden zu lassen, also andere Menschen das Evangelium näher zu bringen. An sich auch erstmal keine falsche Idee. Die Art und Weise, wie es dann allerdings meist praktiziert wird, ist dann eben doch wieder dieses Aufzwingen wollen. Den eigenen Willen oder beziehungsweise das eigene Verständnis wird den Menschen aufgezwungen. Hier habe ich nochmal ein bisschen zusammengefasst, so meine Kritik oder meine Befürchtungen bezüglich mancher Formulierungen. Beim ersten, wie eben schon ausgeführt, die Reduzierung auf das Vergangene, nicht mehr das Hier und Jetzt, wo immer Offenbarung geschehen kann, mehr in den Fokus lassen. Dann dieses Muss im zweiten Zitat, Gott muss, als sei der Ewige irgendwelchen Zwängen ausgesetzt. Und dann kann man natürlich sich schon denken, wie wenn schon der Schöpfer irgendwelchen Zwängen unterworfen ist, dann natürlich erst recht die Geschöpfe. Und so zeigt sich das dann auch oft auch in diesem Zusammenleben solcher Gruppen, dass da Unmengen an Regeln herrschen, an die sich jeder zwanghaft, krampfhaft halten muss. Sonst kann er nicht mehr dazugehören. Und sonst wird er gleich als der Hölle verfallen angesehen. Dann dieses nur durch Jesus Christus. An sich auch erstmal nichts gegen einzuwenden, aber wie es halt verstanden wird, ist in der Regel eben total äußerlich auf eine Art Lippenbekenntnis beschränkt. Also wenn jemand sagt, ja, Jesus ist mein Christus, mein Messias, dann scheint es manchen dieser Gruppen völlig egal zu sein, was er denn darunter genau versteht, sondern es wird erstmal das als Voraussetzung genommen, bevor man überhaupt mit ihm weiter irgendwie ernsthaft reden kann. Dann dieses Nichts hinzufügen oder wegnehmen, das hatte ich eben kurz schon angesprochen, ja. Aber der Urtext der Bibel ist eben mehrdeutig, im Hebräischen insbesondere, aber auch im Griechischen im Neuen Testament. Wenn man eine Übersetzung nimmt und wenn man auch mehrere Übersetzungen sich anguckt, die sind meistens von dem masoretischen Text, also ist aufs Alte Testament bezogen, inspiriert oder beziehungsweise beziehen sich darauf. Und dieser masoretische Text ist eben schon nicht mehr die Bibel. Das ist eine mögliche Fixierung der Mehrdeutigkeiten auf eine relativ eindeutige Variante. Und daraus speisen sich eben eigentlich alle Übersetzungen in alle Sprachen heutzutage. Das ist also ein Wegnehmen von einem Großteil der Inhalte der eigentlichen Bibel, der Urtexte,
Das wird aber eben dann als die Bibel präsentiert. Also gerade das Wegnehmen wird sehr, sehr, sehr weit getrieben. Da bleibt wirklich nicht viel übrig, sage ich mal. Und auch das Hinzufügen, wie gesagt, das Neue Testament ist auch irgendwann hinzugefügt worden. Und gerade bei christlichen Gruppen ist da ja offenbar kein Problem, wird daher auch kein Problem drin gesehen. Warum also wird irgendwie so getan, als ob dann, keine Ahnung, kirchliche Überlieferungen oder auch jüdische Überlieferungen nicht Teil der Bibel sind oder der Tora sind, der Heilige Schrift sind? Naja, dann dieses Menschenerreichen, ja, etwas, vielleicht etwas lakonisch oder provokant gesagt, Seelenfang. Im Endeffekt wollen sie einfach nur ihre Gruppe erweitern. Und im Endeffekt ist das ein Fangen von Seelen. Dann begeben wir uns doch mal auf die Spurensuche bei dieser Website werdelicht.de, aus der diese Zitate eben entnommen worden sind. Da würde ich eben nochmal diese beiden Hauptsünden klar identifizieren: Götzendienst und Hass ohne Grund, eben in diesem tieferen Sinne der Worte natürlich. Und dann kann man schauen, wie findet man passende Kandidaten unter diesen ganzen Dämonen, in diesen Listen von Dämonen in den verschiedenen Werken. Ich habe da jetzt vor allem mal anhand dieses Buches Abramelin mir was rausgesucht. Da käme man zum Beispiel dazu, dass wegen diesen beiden Hauptsünden man gerade in der Liste von in dem Fall 10 Dämonen sich umschauen sollte, die den Unterfürsten, wie es in diesem Buch heißt, Ariton und Amaimon zugeordnet sind. Denn diese beiden können aus meiner Sicht jedenfalls mit Götzendienst und Hass ohne Grund speziell assoziiert werden. Und dann kommt man eben, oder komme ich eben, auf einen Namen in diesem Buch, Harok, in der Version, die mir hier vorliegt. Es gibt allerdings auch andere Versionen, wo es ein bisschen anders geschrieben ist. Jedenfalls, wenn man dann weiter recherchiert, dann findet man eben in den anderen, wie in diesem Lesser Key of Solomon zum Beispiel, den Namen Haures. Und wenn man noch weiter recherchiert, findet man dann eben auch noch die anderen alternativen Namen, hier ein paar aufgelistet. Da kommen wir irgendwann zu dem, den ich jetzt mal als den eigentlichen, weitgehend ursprünglichen Namen bezeichnen würde, Flauros. Oder wie auch immer man ihn genau aussprechen mag. Ich glaube, dass das mit dem FL der älteste belegte Name ist in der Literatur. Dieses H, was dann statt dem FL irgendwann kam, ist wahrscheinlich ein also Abschreibfehler. Zumindest also F und das L eng beieinander stehen, kann man das auf den ersten Blick wie ein H, wie ein großgeschriebenes H auch lesen. Deswegen gehe ich davon aus, dass die eigentliche Wurzel eben dieses Flauros ist, beziehungsweise wie er dann auch steht. Oder hier steht es noch nicht, das ist dann, glaube ich, auf der nächsten Folie. Na gut, erstmal vielleicht hier noch die paar Punkte Leopardengestalt. Da ist ja auch ein schönes Bild von irgendeiner Website. Ich kann leider jetzt die Quelle hier nicht genau angeben, aber vielleicht gleich nochmal. Daneben die Sigille oder das Siegel dieses Wesens. Und ein paar Eigenschaften eben Leopardengestalt. Wie gesagt, wenn nicht im magischen Dreieck gebannt, dann lügt er. Andernfalls kann er aber viel wissen über die Schöpfungsverhältnisse, über die Geschehnisse beim Fall der Engel und dergleichen vermitteln. Das sind so die traditionellen Zuschreibungen an diesen Flauros. Und hier jetzt die Indizien, konkret bei Werdelich, dass da ein Bezug zu dieser Wesenheit bestehen könnte, jedenfalls. Das Logo ähnelt der Sigille des Flauros. Das Logo hier rechts oben. In Gelb. Natürlich, es ist ein bisschen weit hergeholt, könnte man auf den ersten Blick sagen, aber wenn man sich eben alle 70 oder 72 Siegel anschaut, die in diesem salomonischen Lesser Key of Solomon da dargestellt sind, dann ist es ziemlich eindeutig, dass wenn überhaupt eine von den ganzen zutreffen könnte, dann diese hier. Also die Sigille des Flaures oder Haures, wie er dort heißt. Also hier vor allem das Kreuz, erstmal ein christliches Kreuz, also ein mit dem langen Arm nach unten, das haben wir hier auch bei dem Siegel. Das ist das, was auch auf den ersten Blick auffällt, wenn man aber genauer guckt. In diesem, hier auf dem Siegel sieht es wie Flügel oder dergleichen aus, wie so gefederte Flügel. Hier bei dem Ober, also bei dem Logo von Werdelicht, das ist eine Schriftrolle, die allerdings eben von der Form her zumindest ansatzweise auch so zwei Flügeln, also in beide Richtungen, entspricht. Hier steht jetzt halt der Name der Website oder des Vereins drauf.
Bei dem Siegel dieses Dämons sind auf den Flügeln drei Kreuze, die also nicht so auffällig sind wie das obere Kreuz, und diese drei unteren Kreuze sind eben umgedrehte Kreuze. Möge jeder selbst deuten, was er da reinlesen will. Jedenfalls für mich erscheint diese Überschneidung der Symbolik doch ein bisschen mehr als nur zufällig, als ein bisschen mehr als nur zufällig. Dann gibt es so ein paar weitere Hinweise. Die Herkunft vieler Gründungsmitglieder dieser Werde-Licht-Gruppe oder Vereinigung scheint aus dem syrisch-aramäischen Christentum zu kommen, also zu sein. Und dieser Flauros dürfte so aus dieser Region auch kommen. Also es ist natürlich jetzt ein bisschen grob gesagt, die Region der Nahost. Und auch die Leopardensymbolik könnte man da zum Beispiel reinbringen. Also Leoparden hier in Europa gibt es die natürlich nicht. Es gibt andere Dämonen in diesen Listen, die eindeutig mehr von irgendwelchen europäisch-heidnischen Kulten entlehnt sind. Dagegen bei diesem Hauros oder Flauros deutet es schon sehr darauf hin, dass der ursprünglich aus dieser nahöstlichen Region kommt. Und dieses syrisch-aramäische Christentum hat eben auch dort seine Wurzeln. Vielleicht noch zur Endung, dieses OS, das habe ich eben schon kurz angedeutet auf der vorherigen Folie oder vorvorherigen. Flauros könnte einfach eine griechische Endung sein, die dann im Laufe der Zeit hinzugefügt wurde, dass ich also nicht dem Stamm des eigentlichen Wortes zurechnen würde. Der Stamm wäre dann sowas wie Flaur oder Flaur, je nachdem, ob man da vom Hebräischen ja dann noch ein Aleph einsetzt oder nicht. Also, falls es zum Beispiel ein aramäischer Name wäre oder irgendwie syriakisch, aber das ist ja eine Form von aramäisch, dann könnte es von den semitischen Wurzeln P Lamed Aleph abgeleitet sein, also Felle, das heißt sowas wie Wunder oder auch Versuchung kann es heißen. Und die andere Wurzel wäre dann eben Licht, Aleph Resch oder Aleph Waff Resch. Das Aleph könnte also sowohl beiden Wurzeln als auch nur einer der Wurzeln zuordnen sein. Also man könnte zum Beispiel auch, da unten habe ich jetzt als Übersetzung sowas wie wundersames oder versuchendes Licht angegeben. Man könnte auch einfach das Wunder des Lichtes sagen, Peleor. Aber falls dieses Aleph in der Wurzel eben nicht zu dem ersten Teil gehört, dann wäre einfach nur Pelamet, das wäre Fallen. Also das wäre die Wurzel von Fallen. Dann wäre es das gefallene Licht oder das fallende Licht oder dergleichen. Das passt wiederum mit dem Namen Werdelicht ein bisschen zusammen, weil Werdelicht sich ausdrücklich laut Website auf eine Jesaja-Stelle, Jesaja 60, Vers 1 bezieht. Das wird im Judentum immer so am Ende vom Sabbat, beim Übergang in die neue Woche wieder, also wenn der erste Tag der neuen Woche anfängt, gesungen. Kumi oiri, kiva oirech und so weiter. Also das heißt so viel wie wortwörtlich übersetzt: Steh auf, leuchte, denn dein Licht ist am Ankommen oder sowas. Also es wird im Deutschen meist ein bisschen anders übersetzt, ein bisschen flüssiger, sage ich mal. Und darauf beruft sich eben diese Website oder dieser Verein auf diese Jesaja-Stelle. Und dieses Kumi, was am Anfang steht, heißt eigentlich aufrichten, aufstehen. Also eigentlich genau Kumi Ori, aufstehen und Licht, lichtvoll werden. Hier ist aber jetzt das Fallen, also das genaue Gegenteil vom Aufstehen quasi angesprochen. Also, es könnte so eine Art ironisch-sarkastische Umkehrung sein von diesem Aufstehen und lichtvoll sein. Das ist dann hier bei Flauros das Hinabfallen des Lichtes. Das wären erstmal die Assoziationen. Vielleicht schaffe ich es jetzt hier auch mit der Bildschirmpräsentation, die Website nochmal aufzurufen. Ich weiß ja nicht, ob man das sieht, aber ich nehme es mal an. Hier sind so ein paar Bilder, wie sie sich da präsentieren, mit irgendwelchen Plastikwarnwesten, die so ein bisschen an die Scharia-Polizei auch erinnern. Oder beziehungsweise an diese Lease-Aktion von salafistischen Muslimen. Da haben wir das Glaubensbekenntnis, da habe ich also diese Zitate rausgeholt. Wie gesagt, an sich, die allermeisten Punkte habe ich nichts gegen einzuwenden. Aber manches lässt mich eben aufhorchen. Und das ist eben kombiniert noch mit den weiteren Erfahrungen allgemein mit solchen freikirchlich-christlichen Kreisen. Aber daneben auch, naja, im persönlichen
Kontakt mit genau dieser Gruppe. Also ich bin jetzt nicht im engeren Kontakt, aber ich habe sie mir mal angeschaut, als sie da in Fra also hier bei in meiner Heimatstadt Frankfurt so eine Missions- oder Missionierungsaktion hatten in der Innenstadt. Bin ich auch mal mit ein paar ins Gespräch gekommen. Zeigt sich dann auch klar der Unterschied von denen, die gerade frisch dabei sind. Mit denen kann man auch wunderbar sich austauschen. Die sind aufrichtig, eifervoll, auf der Suche, haben eben auch was gefunden, was ihnen zusagt. Erstmal ja nichts Verkehrtes daran. Aber sobald dann die etwas Älteren dieser Gruppe oder die halt schon länger dabei sind, mit dazukommen zu solchen Gesprächen, reißen die eben das Gespräch an sich. Dann ist der Austausch vorbei, wenn überhaupt nur noch Diskussion und selbst das nicht wirklich, weil sie eigentlich die Gegenargumente überhaupt nicht wahrnehmen. So mein Eindruck zumindest. Also je länger man in diesem Kult ist, desto mehr ist man dann auch, ja, ich will nicht sagen besessen von diesem Geist, sondern vielleicht umsessen, um es mal in der katholischen Terminologie zu sagen. Also Besessenheit wäre wirklich komplett übernommen zu sein von diesem Geist. Das würde ich da jetzt keinem derer attestieren wollen. Aber eine Umsessenheit oder Obsession im Gegensatz zur Possession, das ist eben etwas, wo der Geist noch nicht komplett die Kontrolle über den Menschen hat, aber doch schon ihn sehr stark beeinflusst, quasi immer um ihn herum schwebt und ja, eben seine Einflüsterung ihm zuführt. So, nachdem aber jetzt die erste Aufnahme erstens am Ende etwas technische Probleme hatte, beziehungsweise es nicht so wurde, wie ich es mir erhofft habe, dass die Bildschirmfreigabe funktioniert, wenn ich auch die Tabs wechsle, füge ich da jetzt einfach zu dem, was ich da eben erzählt habe, die entsprechenden Bilder ein, so damit es dann nachvollziehbar ist, worüber ich rede. Und will jetzt vor allem nochmal eine Art Schlusswort hinten anfügen, habe auch noch ein paar Folien extra dafür gemacht, denn nachdem ich mir das nochmal angehört oder angeschaut habe, ist mir doch aufgefallen, dass es zum Veröffentlichen eigentlich nicht sinnvoll ist. Es ist zu pessimistisch gewesen, eben der Fokus nur auf die destruktiven Aspekte, das Status quo, wie ich ihn wahrnehme, jetzt konkret bei dieser Werde-Licht-Gemeinschaft, aber es fehlt mir eben so der konstruktive Ausblick und auch schon von der ganz pragmatischen Seite her, wenn ich dieses Video dann veröffentliche und die Leute von Werdelicht kriegen das irgendwie mit, schauen sich das an. Und wenn es jetzt so geendet hätte, wie es eben bisher, was bisher gesagt wurde, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie als konstruktive Kritik aufgenommen wird, sondern dann wird es eigentlich nur als Anfeindung wahrscheinlich wahrgenommen und entsprechend entweder gar nicht drauf reagiert oder nur halt auf die übliche Art reagiert, also mit Bibelversen um sich schmeißen und ja. Das kann man natürlich machen. Ich habe da kein Interesse dran, bin da auch nicht zu irgendwelchen großen Diskussionen bereit. Austausch immer gern, aber eben keine Diskussion. Aber dann will ich doch auch den ersten Schritt machen und eben ein bisschen, ja, konstruktiv noch einmal auf diese Gruppe Werdelicht zugehen und habe hier entsprechend eben noch mal einen optimistischen anderen Blickwinkel angefügt. Da hole ich nämlich jetzt ein bisschen aus. Es gibt die These oder Thesen. Zum Beispiel jemand wie Wolfgang Stark, manch einer, der bei YouTube in alternativen Medienkreisen unterwegs ist, mag ihn kennen. Der Charles Fleischhauer hat ihn dankenswerterweise nochmal richtig bekannt gemacht jetzt in den letzten ein, zwei Jahren. Wolfgang Stark hat schon mal vor 10 Jahren was in die Richtung, auch bei YouTube, in einem Interview mit Jan van Helsing gesagt. Aber mit dem Charles hat er einige Videos zu dem Thema gemacht, die wirklich nochmal in die Tiefe gehen. Speziell zum Kloster Loccum. Also wer mal suchen will, ich kann es vielleicht auch in der Videobeschreibung dann reinsetzen. Einfach mal Wolfgang Stark zum Thema Kloster Loccum und der Architektur und so weiter dieses Klosters. Aber ja, ich sollte vielleicht die These erstmal kurz zusammenfassen. Die lautet ungefähr so, wie hier auch aufgeschrieben. Früher wurden Gebäude wie Kirchen, Dome, aber auch Klöster oft gerade an Orten errichtet, die eigentlich in den Jahrhunderten vorher als heidnische Kultorte gedient haben. Also seien es irgendwelche heiligen Bäume, heilige Haine, seien es aber auch alte Bauwerke von eben vorchristlichen Kulturen, irgendwelche, so, keine Ahnung, wie man es kennt, Stonehenge und sowas in England. Gut, das wurde jetzt natürlich nicht durch eine Kirche ersetzt, aber viele andere derartige Stellen. Da wurde dann eben einfach das Götzenheiligtum geschliffen, platt gemacht und darauf wurde dann eine Kirche errichtet, um, und so kann man es dann einerseits ein bisschen platt sehen, einfach nur um das Christentum obendrauf zu setzen, also die Sachen zu ver die anderen, die falschen Kulte zu verdrängen durch den wahren Kult des Christentums. Oder, und das ist dann eben die
sagen wir mal, Wolfgang Stark, Lesart, aber es gibt auch andere Menschen, die diese Sichtweise vertreten. Ich zähle mich eben auch da bis zu einem gewissen Grad dazu, dass dieses auf den Heiligtümern jetzt die christlichen Kirchen zu errichten, auch den Zweck hatte, die Kräfte, die damals durchaus korrekt erkannt worden sind von diesen sogenannten Heiden, eben weiter zu beachten, also sie als gegeben anzuerkennen und mit ihnen zu haushalten. Also wenn vielleicht der Vorwurf dann an diese Heidenkulte gewesen sein könnte, ja, die haben diese dämonischen Kräfte einfach für ihren Vorteil versucht zu nutzen, haben damit irgendwelchen Kinderopfern oder Gott behüte solche derartigen Dinge versucht, die Götzen oder die falschen Götter zu besänftigen, um dann Vorteile von ihnen zu kriegen und so weiter. Selbst wenn es jetzt wirklich so barbarisch war und da gar kein tieferes Verständnis für diese Kräfte vorhanden war, zumindest war eben das Bewusstsein, dass an diesem Ort diese spezifische Kraft besonders präsent ist, da. Und das hat die Kirche eben durchaus auch wahrgenommen, anerkannt und dann ihr Ding eben auch entsprechend gestaltet. Also ihre Klöster schon architektonisch oft darauf ausgerichtet, wie soll man sagen, diese Kräfte zu kanalisieren einerseits oder auch zu dämpfen, dass sie gar nicht erst hochkommen, dass sie nicht in die weite Welt hinaus sich ergießen können. Also sie sind wie eine Art Versiegelung, also diese Bauwerke sind wie eine Art Versiegelung dieser Quellen von potenziell destruktiver Kraft. Ich hoffe, der Gedanke ist ungefähr jetzt rübergekommen. Und es sind nicht nur, wie dann hier im zweiten Punkt auch angedeutet ist, die reinen Gebäude, also nicht nur die architektonischen Umstände, die dann diese Siegelfunktion übernehmen, sondern es sind durchaus auch die Kulthandlungen. Also gerade bei Klöstern ist es ja schon sehr auffällig, dass da immer nach einer bestimmten Regel, Ordensregel, Klosterregel oder wie man es dann nennt, gelebt wird, ganz spezifische Riten praktiziert werden, besonders viele Gebete, vielleicht auch besondere Gebete, je nach Kloster, wo man dann genau ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass in den Zeiten, wo wirklich noch ein Verständnis für diese Prinzipien geherrscht hat, dass da diese Kulthandlungen, genau wie die Architektur der Gebäude, auch konkret ausgerichtet war auf die jeweils vorhandene Kraft, also dämonische Kraft, die dort eben unterbunden, gedämpft, versiegelt oder auch einfach kanalisiert in gesunde Bahnen gelenkt werden sollte. Und ja, der Effekt sollte dann im Optimalfall sein, dass eben diese Dämonen, die dort anzutreffen sind an diesen Orten, unterworfen werden, dass sie ihr Unwesen nicht mehr treiben können, dass ihre Kräfte eben, wie gesagt, kanalisiert werden, also sogar das Positive, das Konstruktive, was ja an Möglichkeit auch in diesen Kräften, in diesen gefallenen Engeln liegt, dass es gehoben werden kann wie ein Schatz und genutzt werden kann, eben zum Guten und nicht mehr zum Schlechten. Es wird also den Dämonen dann nicht mehr gedient, sie werden nicht mehr angebetet, wie das quasi die Heidenkulte tun, wenn sie eben tatsächlich so entartet sind, wie es dann von der Kirche unterstellt wird, diesen vorchristlichen Zeiten. Und statt dass ihnen gedient wird oder statt dass sie angebetet werden, werden sie jetzt eben einfach nur kontrolliert. Sie werden in Schach gehalten, in Bann gehalten, gebannt, wie das ja auch dann tatsächlich magisch ausgedrückt werden kann. Aber, und das ist jetzt eben der große Punkt, wo halt die Kritik hier ansetzt, an diesem Werde-Licht-Verein, es muss dafür eine Grundlage an Wissen vorhanden sein. Es muss klar sein, welche Kraft hier am Wirken ist, mit der man also konfrontiert ist. Denn nur dann kann alles, der Kultus, bis hin eben zur Architektur gegebenenfalls, so eingerichtet werden, dass auch tatsächlich diese Kräfte gebannt werden und dass sie nicht sich einfach nur einmischen in das Leben der beteiligten Menschen und dann eben ihre unheilvolle Wirkung ja, entfalten, sondern dass sie eben eingehegt sind in den Kultus, dass also die destruktiven Seiten blockiert werden, die konstruktiven Seiten besonders hervorgeholt werden und dann kann das eine Art gesunde Symbiose durchaus werden. Das mag auf den ersten Blick jetzt vielleicht auch erstmal erschreckend wirken, so als ob man zusammenarbeiten würde mit diesem Dämon, aber es ist eigentlich kein Zusammenarbeiten, sondern eben ihn für sich arbeiten lassen. Also das ist zwar nicht der Endzweck der Religion, aber es kann eben ein Nebeneffekt sein. Also Christus selber sagte auch zu seinen Jüngern, freut euch nicht, dass ihr die Herrschaft über die bösen Geister habt, sondern dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ja, aber damit, da ist ja auch implizit trotzdem enthalten in dieser Aussage, dass ein Nebeneffekt dieses den Namen im Himmel aufgeschrieben Habens ist, dass diese bösen Geister
einem untertan sind. Und das soll man dann durchaus auch nutzen. Also die Talente, die einem gegeben sind, soll man eben nicht im Acker vergraben, sondern man soll mit ihnen wuchern. Man soll die Fähigkeiten, Fertigkeiten, über die man verfügt, die einem aus Gnade geschenkt sind, wohlgemerkt, dann auch anwenden, zum Wohle möglichst des großen Ganzen. Und wie hier geschrieben, deswegen würde ich eben empfehlen, dass bei solchen, also bei einer solchen Situation, dass also ein Kult oder eine Gruppe ganz eng an eine ganz spezifische dämonische Kraft irgendwie, ja, gebunden ist, vielleicht das falsche Wort, obwohl vielleicht, wenn das noch unbewusst ist, dann ist es tatsächlich eine Gebundenheit. Also wenn sie mit ihr irgendwie verknüpft ist, also die Gruppe mit der dämonischen Kraft, dann sollte zumindest bei denen, die diesen Kult oder diese Gruppe irgendwann gestaltet, eingerichtet haben, gegründet haben, diese Grundtatsache bekannt sein. Und dann sollte entsprechend auch möglichst dieses Wissen weitergegeben werden an die jeweilige Leiter, die der Leitungsperson, die das dann weiterführt. Also, so Gott will, hält ja so eine Gruppe auch ein bisschen länger als nur ein paar Jahre, also über mehrere Generationen. Und da muss natürlich dieses Wissen auch weiter gepflegt werden. Es ist sicher nicht nötig, dass jeder einzelne, quasi einfache Gläubige das dann alles im Detail versteht. Da reicht es dann schon auch einfach aus Vertrauen und Treue, sich an das zu halten, was eben die wissenden Leiter oder Ältesten oder wie es dann genannt wird in solchen Gruppen, dass die eben Bescheid wissen, dass man sich an deren Vorgaben hält. Wobei da natürlich wieder die Gefahr ist, wenn diese Vorgaben dann zu blind befolgt werden und eben fragwürdige Vorgaben sind, dann sind wir eben wieder bei dem, was wir so oft anzutreffen haben. Aber ich wollte ja jetzt dieses Video eher positiv und wohlwollend beenden. Deswegen unterstelle ich jetzt einfach mal, dass wenn die Leitung diese Grundproblematik, sage ich mal, durchschaut hat, dann wird sie einen Weg finden, in Liebe, aber auch natürlich der nötigen Strenge, die Gruppe zu leiten, dass alle mitarbeiten an diesem, ja, Versiegeln der dämonischen Kraft, Kanalisieren der Möglichkeiten, der auch der konstruktiven Kräfte und so weiter. Ich gehe mal hier weiter. Ein paar Folien sind es noch. Vor diesem Hintergrund also nochmal auf die Sigille und die Ähnlichkeit zum Logo zurückkommend. Eben, also im ersten Teil habe ich das relativ negativ gedeutet, dass also das nur ein Zeichen, eine Art Symptom ist, dass eben diese dämonische Kraft in dieser Gruppe am Wirken ist und das quasi unbewusst, also ich unterstelle da ja niemanden der Beteiligten, dass sie irgendwie bewusst diese Dämonenkräfte womöglich noch aus egomanischen Zwecken irgendwie nutzen wollen, sondern dass es einfach sich so ergeben hat, dass sie es vielleicht irgendwie eingeschleppt, mitgebracht haben aus ihrer Familienherkunft, also aus ihrer Vorfahrentradition, die eben aus diesem syrischen Raum oder syrisch-aramäischen Christentum entstammen. Vielleicht ist da irgendwie so eine Linie tatsächlich, das kann ich natürlich jetzt nicht irgendwie rekonstruieren. Wie auch immer es dazu gekommen ist, jedenfalls scheint eben diese Assoziation vorhanden zu sein, dieser Gründungsmitglieder oder halt dieser Grundidee zu der Gruppe Werde Licht mit dieser Flaurkraft oder Flauroskraft. Jetzt aber also die positive Deutung dieser Logo-Ähnlichkeit, dass es auch eine Art Transformation darstellen kann, symbolisieren kann, dass also eigentlich diese Aspekte der drei Kreuze, die umgedreht im unteren Teil der Sigille zu sehen sind, das ist ja eigentlich so das, was von der reinen Symbolik auf den ersten Blick schon, zumindest jemandem aus christlicher Sicht, negativ, also destruktiv auffallen sollte, das umgedrehte Kreuz und das auch noch dreimal. Das taucht aber ja im Logo nicht mehr auf. Und hier ist stattdessen diese, sagen wir mal, unheilige Trinität der drei umgedrehten Kreuze in diesen Schriftzug Werdelicht oder hier der Website-Name, aber das Motto dieser ganzen Gruppe, Werdelicht, Jesaja 60,1, umgewandelt worden oder ersetzt worden dadurch. In dem Sinne kann man das ja hoffnungsvoll so werten, dass eigentlich schon die Grundlage gelegt ist, dass also diese Gruppe als Berufung hat, das unterstelle ich jetzt einfach mal, diese Flauroskraft, die eben am Wirken ist, in der Welt, überall in der Welt sicherlich, aber hier und da halt ein bisschen deutlicher, ein bisschen prominenter, prägnanter. Und dass sie eben mit dem zunehmenden Verständnis dieser Situation auch dazu kommen, diese Kräfte wirklich
in diesem heilvollen Sinne zu transformieren, zu kanalisieren. So könnte man dann hier etwas flapsig formulieren. Erst Verhöhnung, dann Versöhnung. Also erst war es eine Verhöhnung, dass hier das Logo so Ähnlichkeiten hat, dass also eigentlich dieses Werde Licht in Wirklichkeit die drei umgedrehten Kreuze sind. Da hatte ich ja hingewiesen auf den Namen Flauros, Flaor, Flaor, das Fallen des Lichtes gegenüber dieser Jesaja-Stelle, wo eigentlich das Stehauf-Licht, also das Stehauf und Werde Licht im Vordergrund steht. Also diese Umkehrung, die Umkehrung, die sich auch in den umgedrehten Kreuzen zeigt, wäre dann also auch quasi noch in diesem Logo irgendwie so subtil eingebaut. Das wäre natürlich eine Art Verhöhnung seitens dieser dämonischen Kraft. Also sie verhöhnt dann quasi diese Gruppenmitglieder, die denken, sie dienen hier Jesus Christus, Yippie, Juhu, Halleluja. Und in Wirklichkeit betreiben sie halt weiter, ohne es zu wissen, einen Flauroskult mit allen negativen Schattenseiten, die wir im ersten Teil des Videos ein bisschen ausgeführt haben. Aber aus dieser Verhöhnung kann eben die Versöhnung werden, dass also diese dämonische Kraft entwaffnet wird, ihre schadhaften Seiten ihr genommen werden oder ihr eben gebunden werden, in die Zwangsjacke gesteckt wird quasi und dann nur noch das Konstruktive zugelassen wird und mit diesem Konstruktiven dann auch durchaus gearbeitet wird. Zu diesem Konstruktiven kommen wir jetzt noch. Denn was ist denn, wenn der Dämon also auf diese Art unterjocht ist, wie es also damals, so unterstelle ich es, die Kirche zumindest in ihren besseren Zeiten geschafft hat, wenn sie irgendwelche Heidenkulte übernommen hat und integriert hat in die christlich-kirchliche Ritualistik und eben auch Architektur und dergleichen. Wenn das also erfolgreich passiert, dann bleiben eben nur die konstruktiven Aspekte dieser Kraft wirksam. Er ist dann, also der Dämon ist dann erfolgreich auf seinen Platz verwiesen oder verbannt worden, so wie es sein soll. Und im Falle von diesem Flauros und werde Licht, wären das dann die folgenden konstruktiven Kräfte. Also das entnehme ich hier, wie unten steht, den üblichen Beschreibungen eben in diesen Werten, Ars Goetia und auch noch diese andere Pseudomonarcha Dämonum. Da stehen ziemlich einhellig, es ist fast wortwörtlich in diesen verschiedenen Texten, dass eben insbesondere diese drei hier aufgezählten Punkte als konstruktive Kräfte genannt werden. Die Vermittlung von Wissen über das Schöpfungsgeschehen und über den Fall der Engel, beziehungsweise das Wirken dieser gefallenen Engel oder der verschiedenen Dämonen in ihren hierarchischen Verhältnissen zueinander und so. Also eine Art Lehrer der Dämonologie kann Flauros sein, wenn man ihn denn gebannt hat. Zu dieser Bannung, das hatte ich glaube ich am Anfang im ersten Teil auch schon mal kurz angemerkt, steht dann auch ausdrücklich drin, dass er das eben alles tun kann, also dieses Wissen kann er vermitteln. Er tut es aber nur, wenn er in einem magischen Dreieck eingeschlossen ist, von dem, der eben von ihm das alles fordert. Wenn er das nicht ist, dann lügt er eben über all diese Dinge, dann tut er so, als ob er Wissen vermittelt, vermittelt aber Lügen und verführt damit eben zu falschen, fragwürdigen Glaubensauffassungen. Und das, muss ich leider sagen, konstatiere ich im derzeitigen Zustand von dieser Gruppe Werdelicht. Da fehlte also das Dreieck. Bisher. Und dann der zweite Punkt, das ist ein ganz wichtiger und hier vielleicht nochmal ein positiv hervorzuhebender Punkt am Ist-Zustand von diesem Werdelicht. Denn Flauros kann auch denen, die mit ihm arbeiten, wenn man es so nennen will, oder die sich halt mit ihm, also natürlich im alten Sprachgebrauch würde man sagen, die ihn beschwören, aber heute würde ich eben sagen, die mit ihm einfach nur in Kontakt stehen, die können von Flauros auch durchaus eine Kraft erhalten, einen Schutz gegen allerlei Versuchungen durch andere böse Geister. Also er kann quasi einen Schutz, eine Firewall, wie man in Computersprech sagen würde, errichten, dass diese anderen Kräfte, unreinen Geister, gar nicht hindurchdringen können zu den betreffenden Personen, also zu den in diesem Fall Mitgliedern von Werdelicht. Und das würde ich durchaus konstatieren. Ich glaube, in manchen Bereichen, also manche Arten von Versuchungen, da sind diese Menschen sehr gut gegen gewappnet. Und es kommt sicherlich durch ihre Zugehörigkeit zu so einer Gruppe, die da eben einen solchen Wert drauf legt. Und meine Behauptung jetzt, da zapft diese Gruppe tatsächlich schon jetzt die konstruktiven Kräfte dieses Dämons an. Aber
bisher eben in anderen Bereichen und gerade in dem Bereich des Wissens, des Verstehens, aus meiner Sicht jedenfalls nicht. Im Gegenteil, da herrschen momentan noch vor die Lügen des Phlauros oder herrschten bis jetzt vor die Lügen des Phlauros, der eben frei sich bewegen kann, der nicht in das magische Dreieck gebannt ist. Zu diesem magischen Dreieck will ich jetzt an dieser Stelle nicht weiter was ausführen, aber es sei zumindest schon mal angemerkt, man kann das auch etwas übertragen verstehen, symbolisch sehen. Da muss jetzt nicht wirklich ein Dreieck physisch irgendwie um das Haus gezeichnet werden von dieser Gruppe. Aber andererseits, falls sich jemand dazu herablässt oder herabgelassen hat, das zu tun, ist das ja eine schöne Sache. Kann nur bestärken, das Ganze. Dann als dritten Punkt, das ist eigentlich so ein bisschen zusammenhängt mit dem ersten Punkt, habe ich hier noch aufgeschrieben. Verständnis der Rolle der Widersacherkräfte wird erweckt. Also, das hängt ja damit zusammen, dass eben das Wirken dieser gefallenen Engel, wie es überhaupt dazu gekommen ist, was der Zweck auch ist, also der Mechanismus, wie die Schöpfung vonstatten gegangen ist, wo eben nötig war, dass auch ein Teil dieser Kräfte fällt, wie es dann immer genannt wird. Und das stimmt auch, dass in die dichtere Ebene hinab sich begibt. Und dort eben bestimmte Zwecke, bestimmte Funktionen erfüllt. Am Anfang, ganz am Anfang dieses Videos, also im ersten Teil, war ja auch kurz so allgemein die Rede von dem eigentlich neutralen Zweck der Dämonen. Also sie können zum Guten wie zum Schlechten dienen, je nachdem, ob sie eben auf ihrem Platz verbannt sind oder nicht. Das war's erstmal. Eine kurze Störung vom Handy. Ja, und dann letztlich das Ergebnis dieses Kontrollieren des Dämons, des Unterwerfens, Unterjochens des Dämons ist dann eben die Heilung. Die Heilung von all dem, was eben vorher durch die negativen Kräfte dieses unreinen Geistes hervorgebracht wurde. Und das heißt nicht zwangsläufig, dass die Heilung sofort vorhanden ist, wenn dieser Dämon dann gebannt ist und die Einflüsse nicht mehr akut ausgeübt werden, sondern es hat sich ja schon einiges in den Menschen, in den Seelen etabliert. Also diese fragwürdigen Sichtweisen auf, diese Eindeutigkeit der Bibelübersetzungen und die Sichtweise auf andere Religionen, die nicht mit den Lippen Jesus als Christus bekennen und dergleichen. Das sind ja Weltbilder, die einfach jetzt fest verankert sind in den Gruppenmitgliedern. Die werden nicht von jetzt auf gleich einfach wegfallen. Das wäre ja auch total unnatürlich. Da würden ja dann auch Außenstehende fragen, was ist denn mit denen los, die von einem auf den anderen Tag plötzlich ihr Weltbild in bestimmten Fragen so also so 180 Grad drehen. Das wäre auch irgendwie nicht gesund. Und so wird es auch nicht passieren, sondern wenn überhaupt, beginnen dann halt hier und da immer mehr die Impulse aufzutauchen, die ein Umdenken anregen. Und Umdenken, das ist ja das griechische Wort Metanoia im Neuen Testament, das, was die Umkehr oder die Buße meist übersetzt wird, was Johannes der Täufer den Leuten zuruft. Kehrt um, wendet euren Blick in die andere Richtung, wendet euren Sinn um, also denkt um. Also dieses Metanoia vom Griechischen ist nicht ganz wortwörtlich eindeutig zu übersetzen, also Neujahr, also von Nous oder Nous. Das ist eben so, kann man jetzt nicht einfach nur als Denken übersetzen, aber den Sinn ändern, wirklich komplett die innere Haltung genau ins Gegenteil umkehren. Ja, jedenfalls die Heilung dieser zwei diagnostizierten Hauptsünden, so nenne ich es hier mal. Das wäre also Götzendienst und Hass ohne Grund, wie gesagt. Und wie könnte das passieren? Also zum Beispiel beim Götzendienst. Meine persönliche Empfehlung ist dann natürlich immer das Studium von Schriften oder Vorträgen von jemandem wie Friedrich Weinreb, seligen Andenkens. Denn dort habe ich zumindest wirklich einen reichen Schatz gefunden an neuen Möglichkeiten der Sicht auf die Bibel, auf die Mehrdeutigkeiten der Bibel, die eben nicht zu dogmatischen Erstarrungen führt, sondern gerade im Gegenteil zu einer lebendigen Erweiterung, also einem organischen Wachsen und immer mehr Sinn ergibt sich von selbst, eins kommt zum anderen und nichts schließt das andere mehr aus. Wenn Widersprüche irgendwie bestehen, zu bestehen scheinen, dann ist es eher dann ist man dankbar dafür, weil einem es wieder neue Impulse zum in sich gehen, zum Deuten gibt und ja, man ist also nicht mehr so erpicht darauf, immer eindeutige Antworten, feste, ganz starre Regeln zu haben, sondern die Freiheit und die Freude an der Freiheit wird wieder
mehr kultiviert in einem. Deswegen für mich ganz klar Friedrich Weinreb die beste Empfehlung, um gegen diesen Götzendienst in sich selbst vorzugehen. Götzendienst natürlich wiederum nicht in diesem ganz äußerlichen Sinne verstanden, sondern in dem, wie es eben im tieferen Begreifen der jüdischen Überlieferung gemeint ist. Also den Dienst am Äußeren, sich an den Äußerlichkeiten festklammern, nicht zum Kern der Dinge vordringen. Friedrich Weinreb kann sehr gut helfen, zum Kern der Dinge vorzudringen. Beim Hass ohne Grund, da würde ich sagen, das ergibt sich dann mit der Zeit selbst auch aus diesem Studium der, ja, der Heiligen Schrift auf diese Weinrebart, nenne ich es mal. Denn man wird eben auch die Parallelen in anderen Kulturen dadurch immer mehr vor Augen geführt bekommen. Man wird sehen, dass das Geheimnis Gottes überall in der Menschheit verstreut worden ist. Dass es gerade auch irgendwie der Sinn dieser Vielheit und der Zersplitterung ist, dass eben die Menschen überall hier und da einen Funken finden können. Sie können sie alle zusammentragen. Und dann muss man nicht mehr den anderen irgendwie verachten, weil er dieses und jenes Wissen vielleicht nicht hat, was man selber hat, sondern man ist dankbar, dass er vielleicht einen Teil des Wissens hat, den man selber nicht hat. Und man kommt zusammen, man tauscht sich aus. Das heißt nicht, dass am Ende alle genau das Gleiche praktizieren und die genau gleiche Mythologie benutzen, sondern man freut sich einfach, dass es die Vielheit auch dieser Dinge, der Kulte, der Praktiken, der Riten, der Mythologien und so weiter gibt. Und so ergibt sich die Harmonie des großen Ganzen. Tja, was habe ich hier noch geschrieben? Ach so, ja gut, dass natürlich der Austausch mit Menschen dazu beitragen kann, diesen Hass ohne Grund zu überwinden, mit Menschen aller Glaubensrichtungen und dann eben auch mal offen dafür sein, dass diejenigen vielleicht auch eigentlich Jesus als den Christus bekennen, in ihrem Herzen, durch ihr Tun, also in ihrer Hand quasi, mit ihren Händen. Auch wenn sie mit den Lippen es nie so ausgedrückt haben, ja, Jesus, wie er da in der Bibel geschrieben hat, ist der Messias, der Christus. Denn wenn sie das als innere Überzeugung und Haltung leben, dann ist es doch viel mehr wert und wiegt viel schwerer, als ob sie das mit den Lippen bekennen. Umgekehrt kann es ja genauso sein, dass man es mit den Lippen tausendmal schon bekannt hat und immer wieder bekennen wird, aber eigentlich im Erleben überhaupt nicht weiß, was es heißt, diesen Beistand des Ewigen, Jeschua, Jesus, als seinen Messias, als den gesalbten König, Priester, Propheten in der eigenen Seele zu erleben und anzuerkennen und ihm zu folgen, treu ihm zu dienen. Das ist aus meiner Sicht Jesus als Christus bekennen. Aber jemand, der das mit den Worten macht, der hat diese Haltung nicht zwangsläufig auch wirklich auch nur jemals irgendwie sich vorgenommen, geschweige denn auch wirklich in seinem Alltag, in seinem Leben konsequent umgesetzt. Und insofern kann ich einfach nur dazu einladen, ein bisschen mehr mit Menschen tiefer sich auseinanderzusetzen, wirklich zu erfühlen auch, was denn in ihnen vorgeht, was denn in ihnen vorgeht, was die leitenden Handlungsmotive sind und sich nicht an den Worten aufzuhängen, die sie dann formulieren. Weltbilder sind nun mal in Worten fixiert und die können leicht Menschen trennen, auch wenn eigentlich der menschliche Kern doch bei jedem gleich ist. Und wenn der Wille zum Guten da ist, dann mag der eine diesen Weg gehen, der andere den Weg. Und vielleicht gibt es dann auch mal hier und da Widersprüche. Aber wenn man darauf vertraut, dass der Wille zur Wahrheit doch irgendwann jeden auch ans Ziel führen wird, dann kann man doch bei solchen Meinungsverschiedenheiten auch ein bisschen locker bleiben und sagen, gut, heute werden wir vielleicht nicht zusammenkommen, aber geh du deinen Weg weiter. Ich gehe meinen Weg weiter und so Gott will. Auf dem Gipfel, auf dem Berg Zion treffen wir uns wieder und dann ist alles klar. Dann müssen wir uns nicht mehr streiten. Das Streiten ist doch Kraftverschwendung. Aber gut, ich fange schon wieder an zu labern und zu schwafeln. Ich beende das hier langsamer. Und ich glaube noch genau die Quellen der Bilder kurz hier angegeben. Das nur der Vollständigkeit halber oder der Copyright. Rechtssicherheit halber. Danke fürs Zuhören. Möge also Flauros oder Phalaor im Namen Jesu Christi, beschimmi Yeshua Moschiach, den Geschwistern von Werdelicht, endlich vollends unterworfen werden, auf dass sie nicht nur diese Kräfte kanalisieren, die sie jetzt auch sicherlich schon teilweise kanalisieren, wie zum Beispiel eben dieses Schutz gegen die Anfechtungen oder gegen die Versuchungen von bestimmten anderen bösen Geistern,
sondern auch das Wissen, das er vermitteln kann, und zwar so vermitteln kann, dass es sich wunderbar harmonisch einfügt in das tatsächlich christliche Weltbild, in das biblische Weltbild. Das sei ihnen gewünscht. Möge also dieser Geist Werdelicht unterworfen werden, auf dass seine Kräfte wieder zur Ehre Gottes wirken können, statt zum Schaden der Menschheit. Amen, o Amen. So möge es geschehen. Bishem Yeshua Moschiach. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Shalom Aleichem 93. Und so Gott will, bis zum nächsten Mal.